Herzlich willkommen zu deinem Video Maschen aufnehmen für das Stricken nur mit der rechten Hand unter Zuhilfenahme der Häkelstrickhilfe. Hier geht es jetzt um Variante Nummer 4. Um dir die Variante jetzt im Einzelnen zeigen zu können, habe ich schon mal die Häkelstrickhilfe angelegt. Ich werde gleich die Kamera umstellen, sodass sie über meine Schulter drüber schaut und du es genau so siehst, wie wenn du selbst deine Maschen jetzt mit der rechten Hand aufnimmst. Die Kamera ist umgestellt und auch hier siehst du jetzt, genau wie bei den Videos zu Variante 1, 2 und 3, die Utensilien, die jetzt notwendig sind zum Maschenaufnehmen, schon parat gelegt hier bei mir. Da ich jetzt sehr dicke Stricknadeln verwende, nehme ich beim Maschenanschlag nur eine Stricknadel. Wenn du dünnere Nadeln verwendest, als ich es jetzt hier tue, kannst du auch zwei Nadeln in eines dieser Nadelaufnahmelöcher positionieren und damit deine angeschlagenen Maschen ja nicht ganz so fest werden lassen, wenn du noch etwas ungeübt bist. Ansonsten, mir gelingt es jetzt auch schon mit einer Nadel, die ich jetzt hier in der Stricknadel positioniere, die Maschen so anzuschlagen, dass sie für das Stricken im Anschluss nicht zu fest auf der Nadel landen. Jetzt kommen wir zu einer Besonderheit von Maschenanschlag Nummer 4, den ich auch ganz gerne als den Mercedes unter den 4 Varianten bezeichne. Aus meiner Sicht ist Variante Nummer 4 eines der schönsten Varianten, denn es ergibt sich ein sehr, sehr schöner Rand der Strickarbeit. Du darfst natürlich für dich selbst entscheiden, welche Variante für dich am dienlichsten ist. Oft kommt es ja auch gar nicht so darauf an, dass der Rand jetzt, weiß ich, wie hübsch ist. Und es ist ja immer wichtig, wie du jetzt grundlegend eben auch mit nur einer Hand dazu in der Lage bist, schon geübt genug bist, um Variante Nummer 4 dann eben auch wirklich für dich umsetzen zu können. Also setz dich da bitte nicht unter Druck, nimm dir eine Variante, die für dich jetzt dienlich ist, die dich weiterbringt. Aber jetzt zu Variante Nummer 4. Die Herausforderung, die du bei Variante Nummer 4 hast, ist im Gegensatz zu Variante 1, 2 und 3. Du darfst im Vorhinein schon Pi mal Daumen wissen, wie viele Maschen du aufnehmen willst. Ich zeige dir den Maschenanschlag jetzt mal mit einem etwas kurzen Endfaden. Das ist jetzt hier mal der Endfaden, so nenne ich den jetzt einfach mal. Ja. Oder endenden Faden. Das ist jetzt der hier, der eben irgendwann zu Ende geht, weil hier ist Schluss. Der Faden, der zum Wollknäuel geht, endet auch irgendwann. Ja, aber in dem Fall beim Maschenanschlagen würde das doch ziemlich lange dauern, bis der dann mal zu Ende wäre. Bei Variante Nummer 4 ist der hier ziemlich wichtig, also der Endfaden. Der bestimmt nämlich, wie viele Maschen du jetzt hier im Endeffekt wirklich schon aufnehmen kannst. Um jetzt Maschen mit Variante Nummer 4 aufnehmen zu können, legst du als erstes deinen Faden, der vom Knäuel kommt, in der Art und Weise, wie ich es hier habe. Also auch in einer Art Schlaufe. Und jetzt nimmst du Daumen und Zeigefinger und stichst sozusagen hier rein, dass der Faden hier so oben drüber zum Liegen kommt. Du greifst jetzt mit deinen Fingern, Ringfinger und Kleinfinger, mindestens den zwei, und hältst beide Fäden hier in deiner Hand fest. Hast du das, geht es weiter. Jetzt drehst du deine Hand so, dass du auf sie von oben drauf schauen kannst und führst den Faden unter die Stricknadel. Du siehst, ich habe meine Hand jetzt auch wieder gedreht, dass ich in sie hineingucken kann, so dass mein Daumen
rechts liegt und der Zeigefinger links ist. Gleichzeitig hat sich hier oben der Faden so ein bisschen drüber geschlauft. Jetzt bilde ich die allererste Masche. Ich piekse dazu unter dem Faden hier durch, schnappe mir jetzt den Faden, der hier vom Zeigefinger kommt, und tauche durch die gebildete Schlaufe durch. Ups, das war jetzt etwas viel, ne? Noch einmal. Du nimmst Daumen und Zeigefinger und führst sie durch die beiden Fäden, die hier an der Stricknadel hängen, durch. Führst als erstes die Stricknadel unter den ersten Faden, der am Daumen ist, durch. Legst den Faden, der über dem Zeigefinger läuft, um die Stricknadel herum und hebst die Schlaufe, die beim Daumen sich gebildet hat, über die Nadel drüber weg. Ziehst an beiden Fäden und damit bildet sich hier die nächste Masche. Noch einmal. Du nimmst Daumen und Zeigefinger, piekst hier so durch, dass ein Faden um den Daumen liegt, einer um den Zeigefinger liegt. Gehst jetzt mit der Stricknadel hier durch den unter den Faden, der beim Daumen ist, durch. Nimmst den Faden vom Zeigefinger, legst diesen um die Stricknadel herum und nimmst jetzt die Schlaufe, die sich hier beim Daumen gebildet hat, oben drüber und ziehst beide Fäden etwas an. Und hast jetzt die nächste Masche hier drauf zu liegen. Und das machst du so lange, bis du alle deine Maschen, die du für dein Strickprojekt benötigst, aufgenommen hast. Dieses Video wirst du dir noch einige Male anschauen dürfen, bis du diese Technik des Rüberlegens verinnerlicht hast und nachvollziehen kannst. Jetzt kann ich dir ja erst einmal zeigen, wieso jetzt die Herausforderung hier bei dieser Technik, bei diesem Maschenaufnehmen besteht. Du siehst, dass der Faden hier, der Endfaden, doch ziemlich kurz jetzt schon ist und ich gar nicht mehr viele Maschen aufnehmen kann. Also es ist jetzt schon sehr fordernd, hier jetzt noch eine Masche auf diese Weise aufzunehmen, weil dieser Faden hier jetzt schon so kurz geworden ist. Ich kriege es hier schon gerade noch mal so hin, aber jetzt ist hier allerdings auch schon Feierabend. Damit siehst du, dass bei Variante Nummer 4, auch wenn sich hier unten ein schönes Muster abzeichnet, ja, hier unten haben wir jetzt ein schönes Muster drauf, es doch wichtig ist, im Vorhinein zu wissen, wie viele Maschen ich aufnehmen will und wie viel Faden ich hier beim Endfaden benötige. Wir können das jetzt noch mal kurz Revue passieren lassen. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen aufgenommen und kriege jetzt keine weitere Masche mehr aufgenommen, ohne jetzt mir die Finger zu verrenken, sag ich mal. Ich nehme jetzt mal hier die Maschen ab und trenne mal die hier aufgenommenen Maschen auf. Ich nehme dazu jetzt mal den Mund zur Hilfe. So, jetzt sind alle Maschen wieder offen. Ich lege das mal hier auf meinen Schoß, dann siehst du das viel besser. Du siehst auch hier, dass ich sehr, sehr wenig Faden angeschlagen hatte. Hier war die Mitte hier oben. Das war die Mitte und das ist wenig Faden. Dieser Faden hat jetzt ausgereicht, um 6 Maschen aufzunehmen, nicht mehr. Brauchst du mehr Maschen als 6, könntest du jetzt sagen, okay, ich brauche die doppelte Menge für 12 Maschen. Zack, dann hätte ich jetzt
hier ungefähr die Länge meines Endfadens für 12 Maschen. So könntest du jetzt natürlich auch vorgehen und dir das ablenken, wie viel oder welche Länge dieser Faden hier haben darf, um ausreichend Material zu haben, um deine gewünschte Maschenzahl aufzunehmen. Es gibt noch eine, also das wäre natürlich am sinnvollsten. Du kannst allerdings auch, wenn du ans Ende gelangst und kurz vor Erreichen deiner Maschenzahl bist, umschwenken auf zum Beispiel Variante Nummer 2 oder Variante Nummer 3. Da sieht es zwar dann am Rand etwas anders aus, aber nicht so schwerwiegend, wie wenn du auf Variante Nummer 1 umschwenken müsstest. Und wenn du, ich sage mal, 50, 60 Maschen aufgenommen hast und dir fehlen jetzt noch 2, 3, okay, darfst du natürlich entscheiden, ob du das alles nochmal aufmachen möchtest, um alle in der Variante Nummer 4 nochmal aufnehmen zu dürfen. Oder ob du die letzten 2, 3, 4, 5 Maschen mit einer anderen Variante aufnimmst. Um es dir jetzt noch einmal zu zeigen, wie der Anschlag geht. Du nimmst eine Schlaufe, nimmst Daumen und Zeigefinger, piekst hier rein, hältst mit den restlichen Fingern die beiden Fäden, die hier weglaufen, fest. Legst jetzt den Faden, der zwischen Daumen und Zeigefinger ist, unter deine Stricknadel, drehst die Hand so, dass der Daumen hier rechts ist, der Zeigefinger links, kannst jetzt gleich hier beim Daumen in dieses gebildete Fach pieksen, drehst die Hand so, dass der Faden, der hier um den Zeigefinger liegt, um die Stricknadel gelegt wird und führst jetzt die Schlaufe vom Daumen über die Stricknadel rüber und ziehst mit dem Daumen den Faden fest. Noch einmal. Daumen und Zeigefinger in Position bringen. In das Fach am Daumen reinpieksen. Dadurch bildet sich die Schlaufe, die wir gleich rüberlegen. Mit dem Zeigefinger den Faden hier um die Stricknadel legen. Jetzt die Schlaufe, die sich am Daumen gebildet hat, über die Stricknadel legen und festziehen. Oh, alles mal ein bisschen Position drehen wieder. Und ich zeige es dir noch einmal. Daumen und Zeigefinger zwischen beide Fäden. Nach vorne wegspreizen, ne, sodass sich hier die Fächer bilden können. Jetzt piekst du mit der Stricknadel in das Fach am Daumen, drehst die Hand so, dass der Faden, der um den Zeigefinger liegt, um die Stricknadel gelegt wird und du lässt die Schlaufe, die am Daumen gebildet wurde, über die Stricknadel gleiten. Ziehst hier fest und deine Masche ist gebildet. Ja, jetzt verstehst du vielleicht auch, warum ich sage, dass das Variante Nummer 4 der Mercedes unter dem Maschenaufnehmen ist. Erfordert, hat allerdings auch ein sehr gutes Ergebnis, bedarf natürlich auch etwas mehr Übung als die anderen drei Varianten. Du darfst dich jetzt dafür entscheiden, für welche Variante du dich halt entscheidest, welche du wählst. Übe diese, fang vielleicht mit Variante Nummer 1 an. Wenn du dann deine ersten Erfolge siehst, eben auch im Stricken an sich, steige um auf Variante Nummer 2, 3 oder dann auch gleich auf Variante Nummer 4 und übe dich an dieser Variante. Ich wünsche dir jetzt viel, viel Spaß beim Umsetzen deiner Strickprojekte. So, nun habe ich dir die Variante vorgestellt.
Tu dir bitte selber einen kleinen Gefallen. Gebe dir bitte ausreichend Zeit zum Üben, denn noch kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und falls du trotzdem noch vor einer Herausforderung stehen solltest, lass mir bitte einen Kommentar hier in den Kommentaren oder aber über das Kontaktformular auf meiner Webseite kunst-und-klöppeln.de zukommen, sodass ich dir bei der Lösung dieser Herausforderung behilflich sein kann. Jetzt wünsche ich dir mega, mega viel Spaß beim Umsetzen deiner Projekte, beim Anschlag üben, beim Maschenanschlag üben für dein Strickprojekt. Dein Kreativcoach Simone.